Da kommt es gleich auf die richtige Betonung im Titel an. Digitale Transformation einfach machen, einfach machen. Habe ich so richtig getroffen, Herr Otzko? Ja, eine der vielen Möglichkeiten wurde getroffen, was Sie auf jeden Fall getroffen haben, den Übergang zu Montagmorgen. Nämlich Montagmorgen haben wir hier gehört, dass 43% der Kunden ihre S4-Transformation zurückgestellt oder verschoben haben. Und es bleibt für uns eigentlich nur zu hoffen, dass hier nicht die Innovation zurückgestellt wurde, sondern vor dem Hintergrund dramatisch sinkender Umsätze und dramatisch sinkender IT-Budgets wir nun eine dramatische Fokussierung erleben, nämlich jetzt die digitale Transformation durchzuziehen. Und daher auch der Titel meiner Präsentation: Digitale Transformation einfach machen. Jetzt. Und zu Anfang des Jahres ist es uns gelungen, gemeinsam mit SAP, hierfür eigentlich schon in weiser Voraussicht, eine Anpassung der Release- und Maintenance-Strategie an die Notwendigkeiten der Kunden zu erreichen. ERP 6.0 ist jetzt bei Bedarf bis 2030 in der erweiterten Wartung und muss nicht ohne klare Perspektive umgestellt werden. Und damit ist nun die Tür offen, dass ich meine strategischen Überlegungen und dass Sie Ihre strategischen Überlegungen an die Bedürfnisse des Marktes und der dynamischen Umstände anpassen können. Danke an alle und insbesondere auch Dank an die SAP für diesen gemeinsamen Erfolg. Und das führt uns, wie wir bereits gehört haben, direkt zu den Compatibility Packs. Aufgepasst, diese enden bereits Ende 2025. Und wir wissen bereits, für manche Kunden ist diese Zeit zu knapp. Die Funktionalität für den anderen Kunden danach nicht ausreichend oder vielleicht gar nicht oder vielleicht nicht praktikabel vorhanden. Und das Problem ist auch, dass viele Unternehmen dies bis heute noch gar nicht im Fokus haben, weil sie sich heute mit anderen Dingen beschäftigen müssen. Aber glücklicherweise sind wir hier mit der SAP in einem intensiven und konstruktiven Dialog. Wir brauchen sowohl den regelmäßigen Review der Compatibility Pack Strategie als auch eine Lösung, wie es ab 2026, wenn wir denn 2025 nicht fertig geworden sind, weitergeht. Und wir müssen einen viel stärkeren Fokus auf die Realität in den Unternehmen werfen. Diese ändern sich kontinuierlich sehr stark und sind um ein Vielfaches dynamischer wie noch vor kurzer Zeit. Lieferketten verschwinden einfach. Geschäftsmodelle ändern sich radikal oder werden auf den Kopf gestellt. Anforderungen ändern sich von heute auf morgen. Und da greift ein starres Perpetual License Model schlichtweg zu kurz. Und ein wichtiger Eckpfeiler ist ja auch der Zugang der Kunden zu den Innovationen der SAP. Es ist im Interesse der Kunden und es muss im Interesse der SAP sein, dass es keine unnötigen Hindernisse seitens der SAP zum falschen Zeitpunkt gibt. Es kann nicht sein, dass horrende Forderungen seitens SAP gestellt werden, wenn ein Kunde sich mal eine Innovation anschauen will, weder in der Cloud noch on-premise. Weder Front-Up-Commitment noch überbordende bürokratische Hindernisse passen zu Covid-19. Und fällt mir gerade ein, Software, die einer Wartungszusage bis 2030 unterliegt, die sollte auch eine Release-Strategie haben. Stichwort ERP 9. Ein problemloser Zugang auf die Innovationen der SAP ist entscheidend. Und hier wurde in der Vergangenheit gerade durch den Vertrieb das Ausprobieren neuer Dinge zum Nachteil der Kunden, aber auch der SAP verhindert. Und gerade in den aktuellen Zeiten, in den Covid-19-Zeiten, kann das für einen Kunden fatal enden. Gemeinsam mit unseren Ansprechpartnern haben wir schon einiges erreicht. Die Testzeiten für die On-Premise-Lösungen wurden jetzt schon einmal verdoppelt. Ein erster Schritt. Der Zugriff auf die Testsoftware wurde über ein neues Portal vereinfacht. Und die Cloud-Software, für die Cloud-Software haben wir gemeinsam mit SAP das Try-to-Buy-Projekt ins Leben gerufen, was gerade den Zugriff auf Cloud-Systeme zu Testzwecken vereinfacht. Und der Zugriff muss möglich sein. Er muss dann möglich sein, wenn ich ihn brauche und nicht 8 Monate oder ein Jahr später. Und auch das, was er braucht, bitte ohne endlose Diskussionen mit dem Vertrieb. Und das auch zum richtigen Preis.
Ich habe selber Kundencases gesehen, da hat der SAP-Vertrieb nur fürs Testen Millionenbeträge aufgerufen und die nicht mal einstellig. Der Kunde muss in der heutigen Zeit, in der heutigen Krise mal was ausprobieren können. Schnell, effektiv, wirtschaftlich sinnvoll. Wir sind hier auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Digitale Transformation, ja, einfach machen. Und kommen wir nun zum Umstieg auf S4HANA Enterprise Management. Und zwar nicht technisch, sondern kommerziell gesehen. Es gibt hier die verschiedensten Fälle. Es gibt Kunden, die entscheiden sich heute auf S4 zu gehen und machen das einfach. Manche Projekte laufen 10 Jahre. Auch die habe ich schon selber gesehen. Und die kosten einen 10-stelligen Betrag. Und ich musste es mir noch mal in den Kopf rufen. 10-stellig heißt Milliarden. Und das ist nicht irgendwie nur, was man sich ausdenkt. Das ist die heutige Realität. Das ist keine Theorie. Und ergo bedürfen Umstellungsprojekte einer nachhaltigen Risikobetrachtung und einer Risikobewertung. Und zu diesem Zwecke haben wir in Zusammenarbeit mit dem Kernteam Lizenzen der DSAG und tatkräftiger Unterstützung der SAP das Conversion Cookbook ins Leben gerufen. Es behandelt sowohl die Product Conversion, das heißt, ich stelle nur einzelne Lizenzen um, als auch die Contract Conversion. Das heißt, ich stelle meinen gesamten Vertrag um, Stichwort Milkshake Approach, nimm die alten Verträge rein in den Mixer, draufdrücken und beten. Was passiert aber mit den Usern, den Engines, den neuen Metriken, den neuen Bundles und was passiert auf meiner Journey mit einer Third-Party-Datenbank? Und es gibt inzwischen, auch das glaube ich, ist eine tolle Leistung, die wir gemeinsam mit großer, großer Unterstützung der SAP erreicht haben, ein Manual für die lizenztechnisch optimierte Anbindung der SCP. Und nicht genug damit. Wir haben gemeinsam mit SAP eine Anlaufstelle zur Klärung offener Fragen eingerichtet, falls mal der Vertrieb nicht weiter weiß oder Sie selber sich unsicher sind. Auch hier war die Zusammenarbeit mit der SAP sehr, sehr fruchtbar. Danke an die Mitstreiter in der DSAG. Danke an die Unterstützer in der SAP. Und gerade für so lange Projekte und teure Projekte gilt, dass der Business Case der Zukunft und der Business Case von heute der gleiche sein muss und dass der Business Case von morgen der gleiche sein muss und dass wir damit die Business Vision von übermorgen abdecken. Und gerade für teure, lange Projekte und hohe Frontup-Commitments verhindern halt erfolgreiche Projekte. Und deshalb ist auch hier ein Umdenken der SAP erforderlich. Neue kreative Ideen des SAP-Vertriebs seitens heute eingeschlagener Pfade sind das Muss der Zukunft. Auch für SAP ist Covid-19 eine Disruption. 2016 hat der Vorstand der SAP im Rahmen der DSAG mit Like for Like uns den Kunden ein Versprechen zum Investitionsschutz gegeben. Wenn der Kunde nur und nur groß geschrieben, in Anführungszeichen, im Wesentlichen 1:1 vom ERP 6.0 auf S4 wechselt, dann muss das Ganze im bestehenden Kostenrahmen bleiben. Es kann nicht sein, es gibt eine neue Metrik oder es gibt ein wunderschönes neues Bundle, was ich ja überhaupt nicht anwende und die Kosten explodieren. Aber auch hier sind wir schon gute Schritte weitergekommen. Wir unterhalten uns über die Themen. Wir haben einen fruchtvollen Dialog, auch wenn er nicht immer gleich ist. Aber andererseits, wenn man immer das Gleiche sagt, gibt es auch keinen Fortschritt. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Digitale Transformation einfach machen. Und das betrifft auch und vielleicht im Speziellen das Feld der gesetzlichen Anforderungen. Viele Initiativen, die wir gemeinsam mit SAP schon angestoßen haben, müssen jetzt natürlich auch weiterentwickelt werden, müssen ständig erneuert werden. Seit vielen Jahren, und da träume ich manchmal schon von, haben wir gefordert, legale Anforderungen müssen Teil der Standardwartung sein. Und ich glaube, wir sind jetzt einen großen Schritt weiter. Es ist uns gelungen, über lange konstruktive Diskussionen
diese Forderung gemeinsam mit SAP zu zementieren. Künftig heißt es nämlich ganz offiziell bei der SAP, die legale Anforderung ist in der Regel Teil der Standardwartung. Und wenn SAP hierbei echte Mehrwerte darüber hinaus liefert, kann dies, und das möchte ich auch ausdrücklich unterstreichen, ein zusätzliches bedarfsgerechtes Pricing seitens der SAP rechtfertigen. Und wir freuen uns, im Rahmen unserer Partnerschaft mit SAP mitteilen zu können. Wir sind einer Meinung, gemeinsam liefern wir, DSAG und SAP, mehr Qualität, weniger Komplexität und mehr DSAG-Einfluss. Und das ist echter Fortschritt. Und wenn Sie in die Historie gehen, werden wir sehen, dass wir seit Jahren von SAP fordern, dass alle relevanten legalen Anforderungen für Länder im europäischen Wirtschaftsraum und natürlich auch Länder wie China, Länder wie USA umgesetzt werden. Und genau das hat eine groß angelegte Umfrage der DSAG jetzt gezeigt. Es gibt nicht einfach nur Top-10-Länder, die man bedienen muss, sondern es gibt einen konstanten Bedarf genau für diese wichtigen Länder. Und das ist eine ganz tolle Leistung des Arbeitskreises Globalization. Und SAP freut sich darüber, dass wir als DSAG diese Transparenz geschaffen haben. Und natürlich brauchen wir ein bedarfsgerechtes Pricing. Und auch hier haben wir bereits einen Vorschlag erarbeitet, den wir gerne mit SAP diskutieren werden. Digitale Transformation. Einfach machen. Und wagen wir nun den Ausblick in die nahe Zukunft. Wir brauchen weitere Verbesserungen beim Digital Access Lizenzmodell. Und die Bedeutung hat am Montag der Christian Klein unterstrichen, indem er zu drei Gelegenheiten das mit dem Stichwort Indirect Usage unterstrichen hat. Erkenntnisse, die man in der Anwendung des Programms gewinnt, müssen hier einfließen. Und wir haben schon einige markante Erfolge erzielt. Das Digital Access Adoption Program, welches einen einfachen Einstieg in das Digital Access Modell ermöglicht und eine Bewertung ermöglicht, kann oder wurde bis Mai 2021 verlängert. Und das war auch notwendig, da die Kunden die Zeit brauchen, um das Modell bewerten zu können. Weiter ist Digital Access nun jetzt optional für S/4HANA-Verträge verfügbar. Vorher war es nur verpflichtend. Auch hier haben wir von unseren Mitgliedern schon viel, viel positives Feedback bekommen. Aber seien Sie sicher, unsere Wunschliste hört nicht auf. Dank der Kunden in den DSAG, dank unserer Mitglieder in den Arbeitsgruppen geht es hier weiter. Ein nächster Meilenstein könnte eine Partial Option für das Digital Access sein. Aber das ist A, könnte und B, Zukunftsmusik. Aber wir sind dran. Und seit Jahren fordern wir ein vertikales Lizenzmodell, welches, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, für die Bestandskunden die bestehenden Lizenzen zur Anrechnung bringt. Wenn es ein solches Modell gäbe, wäre das schnell für die Kunden, es wäre einfach für die Kunden, es würde ihnen eine hohe Flexibilität geben, es würde ihnen Fairness geben und ich behaupte, es wäre auch attraktiv für die SAP. Aber leider, so weit sind wir noch nicht. Wir diskutieren noch, aber SAP hat sich auf den Weg gemacht und wir können jetzt beobachten, dass es inzwischen eine verbesserte Cloud Extension Policy gibt und weitere maßgeschneiderte Angebote für Bestandskunden, die die digitale Transformation einfach machen wollen. Das ist zwar im Augenblick nur für die weniger komplexen Kunden, aber es hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Aber es ist noch ein weiter Weg. Ein dritter Baustein ist zweifellos die Stärkung der Customer Competence Center, einem ganz guten alten Modells. Weil ich glaube, SAP wird nicht mit S4 und der digitalen Transformation erfolgreich sein, wenn es nicht die Kompetenzen der Customer Competence Center nutzt, um die Strategien, um die Techniken und die Umsetzungen in aller Tiefe dem Kunden zu vermitteln. Hier ist nämlich SAP selbst, insbesondere der Vertrieb, überfordert. SAP alleine kann das nicht schaffen. Und last but not least, wir müssen den Support neu aufstellen, nämlich von reaktiv auf wirklich
proaktiv, auch on-premise, nicht nur in der Cloud. Es kann doch nicht sein, dass wir regelmäßig mal ein EWA an die SAP schicken, dass der da einfach mal analysiert wird, dann kriegen wir ihn irgendwann zurück und wenn wir lustig und launig sind, dann setzen wir ihn um. Machine Learning und KI bietet die Möglichkeit, das Ganze schon online zu analysieren, dann, wenn wir drauf sind. Und ich behaupte einfach mal, es ist keine Zukunftsmusik. Wir werden es in naher Zukunft sehen, dass wir über Machine Learning und KI direkt online auch die Probleme in unseren Systemen nicht nur sofort analysieren, sondern auch reparieren. Aber dafür sind Kunde und SAP gefordert. Die SAP kann es nicht alleine, der Kunde auch nicht. Aber schon immer waren wir, Kunde und SAP, am stärksten, wenn wir gemeinsam in der DSAG agiert haben. Und was bleibt mir da noch zu sagen? Digitale Transformation einfach machen? Einfach machen. Einfach machen.